Hallo und herzlich willkommen bei GamesTV 24 Daily, eurem täglichen Video-News-Überblick in der Spielewelt. Wir starten mit einer Information, auf die ich schon lange gewartet habe persönlich, nämlich Infos zum Season Pass zu Fallout 4. Das mega gigantische Endzeit-Rollenspiel wird erweitert. Bisher sind drei DLCs bekannt. Einmal der Automatron-DLC, der erscheint schon im März. Und der Wasteland-Workshop im April. Und Fahrhaber dann im Mai sind die drei geplanten. Und zu jedem Add-on soll es vorher einen Beta-Test geben. Das ist ganz cool. Da kann man nämlich gleich gucken, wie das Ganze denn aussieht. Anmelden kann man sich ja auf Bethesda.net für diese Beta-Tests. Aber gehen wir die noch mal der Reihe nach durch. Fangen wir mal an mit diesem Automatron. Also das klingt jetzt für mich nach Robotern. Das hat auch viel mit Robotern zu tun tatsächlich. Ja. Da gibt es eine Questreihe, die dreht sich um verrückt gewordene Roboter, die man da im Wasteland einfangen soll. Und das Gute ist, aus den Teilen, die du von diesen Robotern erbeutet hast, kannst du dir danach deinen eigenen Robo-Begleiter zusammenschrauben. Sehr schön. Begleiter sind ja ein großes Thema auch in Fallout 4. Man ist ja mit diversen Leuten da unterwegs und sich dann eigene zusammenzimmern. Warum nicht? Ne? Außerdem verrückte Roboter und Fallout, das passt ja zusammen. Es passt ja wie der Papst zur Kirche oder so. Richtig, ja. Ja. Also der kostet 10 Euro, wenn man den außerhalb dieses Passes sich kauft. Farbe und Stimme lassen sich dann auch anpassen von den Kameraden. Also schöne Sache. Dann der Wasteland Workshop. Der richtet sich vermutlich an Leute, die mit dem Baumodus rumexperimentieren. Da gibt es neue Elemente für den Baumodus, für deine eigene Basis, die du da eben aufbauen kannst. Und die größte Neuerung werden Käfige sein, in denen du alle möglichen Kreaturen aus dem Wasteland einsperren kannst. Und dann? Die kannst du dann auf feindliche Siedler oder auf irgendwelche Schurken loslassen. Mhm. Klingt. Also eine Deathclaw im Käfig wünsche ich mir schon lang. So, ja. Bisher hat es nur für einen Hund gereicht, aber Sollte man haben, so ein oder zwei. Der kommt dann im April und dann kommt halt das Ding, auf das die Leute, glaube ich, am meisten warten, nämlich neue Quests und eine neue Spielwelt. Das Ganze nennt sich Far Harbor. Und das bringt die Spieler dann wohl auf eine Insel? Genau, auf eine Insel. Ja. Da gibt es eine ganze Questreihe. Soll relativ umfangreich sein. Da gibt es auch neue Fraktionen. Und eben für hochstufige Spieler Waffen und Rüstungen. Ja. Das allein würde, also wenn man den Fahrhaber allein kaufen würde, kostet es 24,99. Was ein bisschen komisch ist, da werden jetzt bestimmt einige Augen glitzern, weil der Season Pass ist ja bisher für 29,99 erhältlich. Und ja, da hat Bethesda leider an den Schrauben gedreht. Der erhöht sich ab 1. März auf 49,99. Ja, also einen halben Hunderter quasi für die neue Inhalte. Das heißt, jeder, der das jetzt interessant findet, der sollte natürlich jetzt sich noch den Season Pass holen, weil das wäre verrückt, wegen 5 Euro jetzt einzeln zu kaufen. Ja, also für wenn schon allein dieser Far Harbor DLC, der wichtigste DLC von den ganzen, 24,99 kostet, dann warum nicht 29,99 für den Season Pass? Genau, im Season Pass werden aber neben den drei DLCs auch noch weitere Inhalte enthalten sein. Da hat sich Bethesda aber noch nicht dazu geäußert, welche das genau sein werden. Und wer bis März kauft nochmal, für den ändert sich nichts. Der spart da ordentlich Geld und allen Fallout 4 Spielern ist das ans Herz gelegt. Ja. Ich freue mich schon drauf. Vor 2 Wochen, wir haben gerade schon drüber gesprochen, habe ich die Platin Trophy dann mal endlich erreicht nach monatelanger Spielzeit. Und jetzt gibt es neue Inhalte und ich werde mir jetzt wohl den Season Pass holen. Ich habe ja auch erst gewartet, aber jetzt, das ist natürlich ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann jetzt. Ne? Vom einen Zeitfresserspiel zum nächsten, The Division, die offene Beta startet und zwar schon morgen auf der Xbox One um ungefähr 10 Uhr. Und übermorgen am 19. dann auf PC und PS4 um 13 Uhr. Genau, das Ganze läuft dann bis zum 21. Februar. Und die Leute, die jetzt fragen, ja, das würde ich mir aber gerne vorher runterladen, die können das jetzt auch schon tun. Der Preload läuft bereits auf dem PC, dann via Uplay, diesem Ubisoft-Client da, und auf PlayStation und Xbox über den Store, genau. Ne? Ja, die Closed Beta lief ja vor kurzem und die Open Beta hat ein paar neue Inhalte. Es gibt ein bisschen was Neues. Es gibt neue Story-Missionen, also nicht die jetzt schon aus der Closed Beta bekannt sind. Das Gebiet ist das gleiche geblieben, ist der Chelsea Pier in Manhattan. Und auch das PvP-Gebiet, die Dark Zone, da dürfen Spieler sich wieder hinwagen. Da gibt es dann die bessere Ausrüstung in hochstufigen Loot. Und da hat Ubisoft auch am Loot- und Fertigkeitssystem ein bisschen gebastelt. Das ist ein bisschen überarbeitet worden. Das heißt, wer es aus der Closed Beta vielleicht schon kennt, da gibt es ein paar Änderungen. Und alle Beta-Teilnehmer, wenn ihr euch da interessiert dafür, die erhalten dann beim Release von The Division eine Ingame-Auszeichnung. Ja, und wer jetzt schon überlegt, sich eine neue Grafik
Grafikkarte zu besorgen und vielleicht mit einer Nvidia-Grafikkarte liebäugelt, der kann Glück haben, denn wenn man sich eine High-End-Grafikkarte von Nvidia bestellt, dann bekommen Käufer wohl eine Version von The Division gratis. Hintergrund ist, Ubisoft hat wohl eine Partnerschaft eingegangen mit dem Grafikkartenhersteller Nvidia. Da sind auch die empfohlenen Marken, also GTX 970 ist betroffen, 980, 980 Ti, 970M und 980M. Und ich glaube, die GTX 970 ist die empfohlene Grafikkarte für The Division, laut Ubisoft. Also schon eher im High-End-Segment, wer das da ein bisschen hübscher spielen möchte. Genau. Und was ist, wenn ich mir eine AMD-Grafikkarte kaufen will? Weil dann guckst du in die Röhre. Ja, sowas aber auch. trotzdem schaut am besten mal, falls ihr sowieso eine neue Grafikkarte haben wollt, unsere Kollegen von pcgameshardware.de, die haben da ja so Übersichten und sowas. Ne? Sollte man jetzt nicht vielleicht von so einer kostenlosen Eingabe abhängig machen. Aber Nvidia macht gute Modelle. So, dann gehen wir zu einem nächsten Spiele Dauerbrenner, nämlich Call of Duty Black Ops 3. Und da ist jetzt auf Steam das Multiplayer-Starter-Pack aufgetaucht. Richtig, das beinhaltet eine abgespeckte Version vom Mehrspielermodus von Black Ops 3 für unschlagbare 14,50 Euro. Es beinhaltet nicht den Singleplayer-Modus, wenn jemand sagt, na cool, Call of Duty ist ja auch für viele Spieler eher eine Multiplayer-Marke, obwohl ja beim 3er jetzt der Singleplayer-Modus auch wieder seinen Reiz gewonnen hat, dann könnt ihr hier eben nur den Mehrspielermodus erwerben. Bis zum 29. Februar auf Steam. Ja, also das, da sind dann auch, da ist auch die Teilnahme an öffentlichen Ranglistenspielen möglich. Man kann Waffenlackiererei machen, zum Waffenschmied gehen, Arena, Freimodus, Kino und Schwarzmarkt, alles mit drin. Es gibt aber auch eine Levelgrenze, ne? Die ist Rang 55. Rang 55 ist das viel? Das heißt, ich bin kein Call of Duty-Spieler. Ich auch nicht mehr so, aber es schließt dich von irgendwelchen Prestige-Matches aus. Okay, also da muss man dann schon das volle Spiel sich sozusagen holen. Genau, auch wer den Zombie-Modus, eigene Spiele oder Mods nutzen will, der sollte sich dann die Vollversion holen. Und günstigerweise lässt sich dieses Starter-Pack upgraden gegen die nachträgliche Bezahlung von der Differenz zur Vollversion eben. Also ihr spart euch quasi 15 Euro, wer sich es nochmal für 15 Euro angucken will ungefähr. Und dann sagt, ja, nee, die Inhalte reichen mir nicht, ich möchte da wirklich mehr davon spielen, der kann dann nachträglich upgraden. Das klingt doch sehr fair. Richtig, ja. Ist vielleicht eine ganz interessante Strategie, um seine Produkte in Zukunft an den Markt zu bringen. Genau, also mit so Starter-Versionen sozusagen, mit begrenztem Umfang und dann kann man das halt entsprechend upgraden, finde ich auch. Ja, dann kommen wir so am Ende zu einem absoluten Klassiker. Ja. Star Wars, KOTOR, KOTOR Knights of the Old Republic. Ich kann mich noch gut erinnern, als es damals erschienen ist. Ein BioWare-Rollenspiel war das im Star Wars-Universum und das war das erste richtig coole Rollenspiel im Star Wars-Universum und hat unglaublich viel Spaß gemacht und vor allen Dingen konnte man ja auch seinen Charakter entwickeln in Richtung helle Seite, dunkle Seite, Entscheidungen treffen und so weiter. Es sah damals optisch auch echt okay aus. Fand auch, ja. Heute muss man sich schon überwinden, um es zu spielen, aber da gibt es vielleicht demnächst Abhilfe. Genau, die Poem Studios, das sind Indie-Entwickler, die arbeiten derzeit an einem Titel, der nennt sich Aperon und ist ein Remake, komplett Remake des ersten Knights of the Old Republic Teils auf Basis der Unreal 4 Engine. Ja. Also richtig hübsch. Richtig hübsch und es sollen vor allen Dingen auch die bekannten Quests drin sein und die Gebiete drin sein und zusätzlich, und das finde ich überraschend bei einem Spiel, das ja auch einen wirklich großen Umfang hatte wie Knights of the Old Republic damals, sollen neue Inhalte ins Spiel kommen. Außerdem soll es, das passt ja auch gut zu Unreal Engine 4, eine alternative First-Person-Ansicht geben. Und wer jetzt sagt, wo kann ich das kaufen und wie viel, der wird sich wahrscheinlich noch mehr freuen, weil der Titel wird, wenn er denn erscheint, völlig kostenlos auf den Markt kommen. Das hängt damit zusammen, dass die Star Wars-Rechte ja bekanntlich bei Disney liegen. Ja. Und das Spiel entwickeln ist kein Problem, aber es verkaufen wäre dann ein großes Problem. Ja. Deswegen geht das kostenlos. Die Entwickler sind sich auch noch nicht einig. Irgendwann demnächst wird so eine Spendenfunktion mit eingeführt werden. Das ist dann auf der Entwicklerseite des aperongame.com. Können wir ja einblenden. Genau. Da könnt ihr euch auch Screenshots und erste Bilder anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, hoffen wir mal, dass Disney da nicht die dunkle Seite der Macht bemüht und mit den Anwälten ankommt. Und ja, genau, dieses Projekt dann stoppt. Wäre natürlich sehr schade drum. Gerade Unreal Engine 4 sieht man ja auch immer wieder tolle Sachen. Also auch World of Warcraft beispielsweise habe ich neulich gesehen. Ja. In Unreal Engine 4 nachgebaut und sowas. Finde ich cool, dass Fans sowas machen. Schöne Sache. Jo, ich denke, damit sind wir durch für heute. Mehr News gibt es natürlich morgen und auch den ganzen Tag über auf unseren Webseiten. Besucht sie einfach und schaut natürlich auch unsere Videos. Da haben wir heute auch ein paar schöne Sachen für euch in Arbeit. Olli,
Danke, liebe Leute. Danke, bis morgen. Tschüss. Tschüss.